das wäre ja cool, wenn ich das einfach nur mit MFG schreiben könnte. Schnellbausteine, Auswahl im Schnellbausteinkatalog speichern. Und der Name ist ganz wichtig. Das ist nämlich das Tastaturkürzel, das du eingibst, wenn das kommen soll. Und wenn ich jetzt MFG schreibe und danach F3 drücke, schreibt er mit freundlichen Grüßen. Servus zu Word für Schüler erklärt, heute mit Schnell- oder Textbausteinen, die dir es ermöglichen, mit ein paar Tasten längere Sätze einzufügen. Schauen wir uns das mal an. Wir arbeiten zwar heute wieder mit so einem Logim Ipsum-Ding, aber das ist uns erstmal wurscht. Wir wollen also Text einfügen und wir wollen nicht immer alles schreiben. Der Klassiker dabei ist MFG mit freundlichen Grüßen. Fette Finger habe ich. Kein Komma danach, ne? Und das wäre ja cool, wenn ich das einfach nur mit MFG schreiben könnte. Damit ich mir also diesen Schnellbaustein mit freundlichen Grüßen auf MFG definiere, schreibe ich den Text, den ich als Schnellbaustein haben will, hier hin. Und jetzt wollen wir mit freundlichen Grüßen als Schnellbaustein zufügen. Ich habe jetzt mal diese Formatierungszeichen angemacht, dass ich nicht aus Versehen das Enter mit auswähle und dann immer noch die Umbruchtaste drin habe. Das wäre bei MFG jetzt relativ wurscht, weil ich ja danach E-Enter drücke und meinen Namen hinschreibe. Trotzdem, wenn du einen anderen Text definierst, ist es blöd, wenn du dann Enter zu viel drin hast. So, um das jetzt zuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten. Bei mir geht nur eine. Und zwar die, ich gehe auf Einfügen, Schnellbausteine, Auswahl im Schnellbausteinkatalog speichern. Du kannst es auch mit Alt F3 machen. Ich habe eine Nvidia-Grafikkarte und auf Alt F3 hängt irgendwie eine Funktion von denen. Ich nehme das jetzt nicht so viel her, diesen Umweg kriege ich gerade noch hin. Und jetzt habe ich hier ein paar Sachen, die ich einstellen kann. Name, und der Name ist ganz wichtig. Das ist nämlich das Tastaturkürzel, das du eingibst, wenn das kommen soll. MFG. Katalog, Schnellbausteine, ja, da kannst du noch was anderes auswählen, das passt schon. Kategorie allgemein. Spannend ist noch hier unten, in was du das speichern willst. Der sagt jetzt Building Blocks, wir gucken uns das nachher gleich noch an. Und wenn ich das drücke, dann soll ich nur den Inhalt einfügen. Okay, drücke ich mal OK. So, und wenn ich jetzt MFG schreibe und danach F3 drücke, schreibt er mit freundlichen Grüßen. Also, den von dir definierten Schnellbaustein kannst du einfügen, indem du den Namen des Bausteins eingibst und danach F3 drückst. Mit MFG ist das jetzt ein bisschen lame. Ich habe mal in einem Büro gearbeitet und hatte mir eine Sekretärin, die war da super fit und die hat ganz viele Briefe schreiben müssen den ganzen Tag oder Mails und die hat das fast nur mit Schnellbausteinen gemacht. Nehmen wir mal an, du bist im Büro und du kriegst viele Briefe, die du beantworten musst. Und das, was du dann schreibst, ist, vielen Dank für Ihre Anfrage, die ich gerne beantworten möchte. Punkt. Ich schreibe das jetzt mal schnell auf. Vielen Dank für Ihre, ja, vielleicht kann ich auch groß schreiben, Herr IT-Lehrer, Anfrage, die ich gerne beantworten möchte. Punkt. So, und wenn du das den ganzen Tag machst, ist das super nervig. Ich mache das jetzt hier mal klein, weil das kommt ja nach der Anrede und da schreiben wir klein weiter. So, jetzt markiere ich das und dann gehe ich hier oben wieder auf Schnellbausteine, speichern. Und dann, vielen Dank, ist mir schon wieder viel zu aufwendig, VD. Okay, so, und wenn ich jetzt das schreiben will, mache ich VD F3. Und dann geht's weiter. Nehmen wir mal an, die haben irgendwas angefragt, was nicht auf Lager ist. Dann kannst du ja als nächstes schreiben, das von Ihnen gewünschte Produkt ist nicht auf Lager. Ich habe aber bereits bei unserem Lieferanten nachgefragt, wann wir es wieder bekommen können. Langer Text, das schreibt die einmal und dann kannst du ja NL wie nicht lagernd definieren. Und dann drückt die NL F3 und dann kommt der nächste Text. Und so hat die komplette Briefe in 20 Sekunden geschrieben. Und die kannte die alle auswendig und dementsprechend schnell ging das. Also es war echt geiler Scheiß. Weil das super effizient war und sie musste nicht die ganze Zeit doof rumtippen. Und hat sie halt immer nur die Sachen eingefügt, die wichtig waren. Wenn du jetzt aber schon so viel Textbausteine definiert hast, dann willst du ja, dass wenn dein Rechner neu installiert wird, diese Textbausteine mitnimmt. Und die werden immer an einem besonderen Ort gespeichert. Und zwar siehst du den hier, ja, Normal Dot oder Built-in
Building Blocks. Wir haben ja jetzt hier gerade was zugefügt und diese Building Blocks Datei ist an einem speziellen Ort auf deinem Rechner gespeichert. Und wenn du da viel Mühe reinlegst, wäre das natürlich sinnvoll, wenn du das manchmal speichern würdest. Zum Beispiel in der Cloud oder auf dem USB-Stick. Der Pfad, wo das ist, ist auch in der Beschreibung. Ich habe das bei mir jetzt schon mal eingegeben, weil das jetzt nicht so einfach ist, da hinzukommen. Und zwar ist das in Users, Name, App Data, Roaming, Microsoft, Document Building Blocks 10.31.16. Weil das so natürlich ist, keine Ahnung. Und das hier ist die Datei, die du speichern möchtest. Wenn du deine ganzen Schnellbausteine sichern möchtest, zieh dir einfach die beide auf dem USB-Stick, hast du die safe. Und das war's im Endeffekt schon zu Schnellbausteinen. Du gibst den Text ein, du gehst auf Einfügen, Schnellbausteine, Zufügen. Denk dran, der Name des Schnellbausteins ist dein Tastaturkürzel. Dieses Tastaturkürzel gibst du ein und drückst F3. Dann wird es zugefügt. Um das ganze Ding zu speichern, gehst du in den Pfad, den ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe, und savest die Datei. Die Datei findest du auch in dem Organizer für Buildings Blocks, da steht die drin. Wenn du dazu Fragen hast, weil es doch irgendwie ein bisschen technisch ist, schreib die doch einfach in die Kommentare, ich beantworte das gern. Wenn dir das was gebracht hat, mach die ganzen YouTube-Sachen, drück Comment, Like, Dislike ist nicht so schön. Das macht den Algorithmus glücklich und hilft mir wirklich weiter. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir viel Spaß in Word, ciao. Servus.